Malerinnen, ein Pastellmaler zusammengefunden mit einer gemeinsamen Idee. Das Ziel, das Medium Pastell in der bildenden Kunst und den Betrachter und im Bewusstsein des Betrachters zu fördern. Ein Anliegen, was hierzulande erforderlich ist, obwohl die Geschichte der Pastellmalerei doch schon recht alt ist. Streng genommen wurde bereits in der Höhlenmalerei Farbpigmente mit einem Bindemittel zu einem Teig geknetet, italienisch Pastel, und dann mit den Händen auf den rauen Malgrund der Felswand aufgetragen. Im 18. Jahrhundert konnte sich dann schließlich die Pastellmalerei neben der bis dahin dominierenden Ölmalerei behaupten. Viele uns bekannte Künstler haben dann im 19. Jahrhundert das Medium Pastell angewandt und weiter verbreitet. Erinnern darf ich da nur an die großen Impressionisten Degas, Manet, Renoir oder auch Gauguin oder Toulouse-Lautrec. Im europäischen Ausland und ganz besonders in der sogenannten Neuen Welt existieren heute viele Vereinigungen von Pastellmalern. Sie sind ein Ausdruck von Anerkennung und Popularität. Deutschland ist diesbezüglich Entwicklungsland. Hier wurden erst Anfang des 21. Jahrhunderts, genauer gesagt 2015, von Fritz Engelhardt die ersten Schritte zur Gründung einer deutschen Pastellgesellschaft gemacht. Nach den ersten Irrungen und Wirrungen befinden sich oder haben sich auf unserer Website 30 Pastellmaler fest zusammengeschlossen. Auf der gleichnamigen Facebook-Seite sind weit über 100 Freunde der Pastellmalerei in einem lockeren Informations- und Erfahrungsaustausch miteinander verknüpft. Für die Grundsteinlegung möchte ich mich heute an dieser Stelle bei Fritz Engelhardt bedanken. Ich freue mich, dass er hier ist und dass wir heute unsere erste gemeinsame Ausstellung feiern können. Ein Dank auch an Brigitte Côté für die Organisation der Ausstellung. Ein Dank an Martina Zinger für die Unterstützung und ein Dank an einen Mann im Hintergrund, der redet gerade. Bevor die Ausstellung offiziell beginnt, möchte uns meine Frau mit einer musikalischen Darbietung kurz erfreuen. Unser ursprünglicher Plan, argentinischen Tango Ihnen bieten zu können, mussten wir leider Abstand nehmen. Der Klang des in die Jahre gekommenen Klaviers erinnert mehr an einen Western zu tun. Sie hören daher Ragtime-Stücke und ich gebe kurz das Wort an meine Frau. Ja, ich darf auch nochmal guten Abend sagen. Ich freue mich, dass so viele Gäste zusammengekommen sind. Ich werde Sie ungefähr 10 Minütchen unterhalten mit 3 Stücken, die ich für Sie zusammengestellt habe. Jetzt muss ich mir erst noch ein bisschen wichtiger machen. Ja, ne? Bitte. Vielen Dank auch für die tolle Musik. Gerne. Ja. Oh.